einfach alles wegschmeißen. Eigentlich müsste sich hier das schlechte Gewissen melden. Denn bei jedem Produkt, das der Mensch wegwirft, hat er sich zuvor bedient. An den Rohstoffen der Erde. Und die sind endlich. Wenn wir so weitermachen, wenn wir Produkte herstellen und sie dann entsorgen, das heißt von der Wiege bis zur Bahre, dann wird die ganze Erde früher oder später zur großen Müllkippe. Der Chemiker Michael Braungart hat eine Vision. Eine Welt ohne Müll, in der alle Materialien erhalten bleiben. Ein ständiger Neubeginn. Cradle to Cradle heißt dieses Prinzip. Alles, was wir wegwerfen, teilt er in zwei Gruppen. Was verrottet, wird zu Kompost. Auch Produkte wie Schuhe lassen sich in der Welt von Michael Braungart so designen, dass sie kompostierbar sind. Und werden somit zur Wiege für neues Leben. Stoffe, die nicht verrotten, sollen nicht in Müllverbrennungsanlagen landen, sondern wieder zu 100% zu neuen Produkten werden. Geplant ist ein unendlicher Kreislauf. Heute Staubsauger, morgen Spielzeug, übermorgen eine Kaffeemaschine. Im Moment ist das unmöglich, schon allein wegen der vielen verschiedenen Kunststoffe. Wir brauchen wirklich alles nochmal neu und anders. Das heißt, es geht darum, alles nochmal so zu machen, dass es den anderen Lebewesen wirklich nutzt. Und das ist etwas völlig anderes als etwas Müllvermeidung. Das heißt, wie wäre es, wenn wir alles nochmal neu erfinden? Cradle to Cradle fängt bei der Entsorgung an. In der Welt von Michael Braungart gibt jeder Kunde jedes Produkt nach Gebrauch zurück, wie heute schon Flaschen und Dosen. Denn dem Kunden gehören die Produkte gar nicht, sondern er bezahlt für die Leistung, zum Beispiel Kaffee kochen, Helligkeit spenden, spielen, sauber machen. Die Folge? Hersteller verschiedenster Produkte könnten teure, hochwertige Materialien verwenden. Denn sie bekommen sie ja definitiv zurück. Am besten tun sie sich zusammen und verwenden alle die gleichen Stoffe und bedienen sich aus einem gemeinsamen Materialpool. Dieser Stuhl wurde nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip produziert. Er ist einfach auseinanderzubauen. Designed for Recycling. Gefertigt wird er von einem kleinen Betrieb. Aber kann die Vision von Michael Braungart auch bei Massenware funktionieren? Oder gerät sie dann ins Wanken? Wir sind beim Elektronikkonzern Philips in den Niederlanden. Dort hat man sich schon mehrfach an Cradle-to-Cradle-Prinzipien versucht. Dieser Staubsauger ist fürs Recycling entwickelt worden. Keine Schraube muss man lösen. Mit ein paar Handgriffen ist das Gerät zerlegt. Leider nur ein Prototyp. Die weiße Kaffeemaschine hier gibt es tatsächlich zu kaufen. Der Kunststoff besteht immerhin zur Hälfte aus recyceltem Material. Alte CDs und DVDs stecken im Deckel, alte Elektrogeräte und Verpackungen im Korpus. Dass recyceltes Plastik alle Qualitätskriterien erfüllen kann, hatten die Entwickler nicht erwartet. Diese Qualität zu erreichen war allerdings auch eine Herausforderung. Denn bei der Entwicklung neuer Materialien aus Müll müssen Unternehmen wie Philips mit Recyclinghöfen zusammenarbeiten, um wie hier den besten reißfesten Kunststoff zu entwickeln. Braungarts Prinzipien wurden allerdings bei der Kaffeemaschine längst nicht komplett umgesetzt. Kein Material-Gemeinschaftstopf zusammen mit mehreren Herstellern. Kein Design for Recycling wie beim Staubsauger. Kein Pfand und keine Rückgabe an Philips nach Gebrauch. Philips würde sehr gerne sein eigenes Recycling-System aufbauen. Leider ist es ökonomisch oder ökologisch nicht bezahlbar. Deshalb probieren wir auch, unser Design so zu verändern, dass es im heutigen Recycling-System besser passt. Besonders wichtig fürs Recycling ist nämlich, welche Kunststoffe verwendet werden. In dieser Maschine stecken vor allem Materialien, die sich während des Recycling-Prozesses gut wieder auftrennen lassen. Aber so richtig entspricht das Gerät dem Cradle-to-Cradle-Prinzip noch nicht. Für die Hersteller ist das Verfahren noch zu teuer. Wir sind wieder bei Philips. In Hamburg betreibt die Firma eine zentrale Recyclingstelle für Röntgenröhren, die nach ihrem Gebrauch aus der ganzen Welt zurückkommen, auch weil sie mit einem Pfand belegt sind. Die darin verwendeten Stoffe sind teuer und selten.
zum Beispiel Wolfram oder Molybdän. Deshalb lohnt sich für die Firma hier ein Design for Recycling. Einige Teile können eins zu eins aus- und wieder eingebaut werden. Will man dieses System auch für Massenware nutzen, müsste der Gesetzgeber wohl eingreifen. Wie beim Dosenpfand. Es kommt darauf an, dass die jetzige Entscheidergeneration jetzt die Dinge ändert. Ja? Also nicht sagt, oh, wir warten mal in 10, 15 Jahren, sondern jetzt. Oder wir würden nur am abschreckenden Beispiel lernen. Michael Braungarts Vision bedeutet zwar einen hohen Aufwand, ist aber sinnvoller als unsere aktuelle Materialverschwendung.